Hallo, in diesem Video möchte ich kurz das technische Setup vorstellen, mit dem ich plane, im kommenden Semester ein paar hybride Übungs- und Sprechstundentermine in den Grundlagen der Elektrotechnik anzubieten. Ich bin in einem Besprechungsraum, der ist nicht allzu groß. Es gibt hier dieses Smartboard und das, was ich eigentlich zeigen möchte, ist diese kleine OBS-Board-Kamera, die automatisch schwenkt und Personen verfolgt, die hier auf dem Stativ vor mir auf dem Tisch steht, die kann man noch durch zwei einfache Gesten steuern. Wenn man so ein L in die Luft hält, dann zoomt sie einmal ran und mit einem weiteren L kann man sie auch wieder rauszoomen lassen. Und dann kennt diese Kamera noch eine zweite Geste. Wenn man eine flache Hand in die Luft hält, dann ist sie blockiert und folgt einem nicht mehr. Man könnte auch aus dem Bild rauslaufen. Und mit einer weiteren flachen Hand in die Luft kann man diesen Schwenkmodus auch aktivieren. Und dieses blaue Licht, was dort leuchtet, signalisiert einem so ein bisschen, ob diese Geste angekommen ist oder nicht. So, damit ich gut gehört werde, habe ich ein Ansteckmikrofon. Das läuft hier über einen Funksender an meinem Gürtel zu einem Empfänger, der per USB an den Rechner angeschlossen ist. Und das ist ein Zweikanal-Empfänger, der kann auf dem zweiten Kanal auch noch dieses Handmikrofon hier empfangen. Das wäre zum Beispiel gut, wenn Studierende eben Fragen stellen. Das kann man dann im Raum rumreichen. Ansonsten könnte man auch das Raummikrofon eines Logitech-Meetup-Systems nutzen, was ja auch in diesem Raum installiert ist. Wenn die Studierenden was sagen, per Zoom hört man das natürlich über die Lautsprecher von dem Smartboard, sodass man eigentlich auch über den Hybriditätsgraben hinweg recht gut per Audio kommunizieren können sollte. Dann kann ich natürlich hier auf diesem Whiteboard super, auf diesem Smartboard ein Whiteboard freigeben, könnte ich hier irgendwas anzeichnen, was so in der Elektrotechnik üblich ist, irgendwelche Schaltungen aus einer Spannungsquelle und Widerstand zum Beispiel. Das wird von den Leuten im Raum natürlich gut gesehen, das wird auch von den Studierenden in Zoom super gut gesehen über diese Bildschirmfreigabe. Und ich könnte natürlich auch ansonsten, ohne die Stifte zu verwechseln, dieses analoge Whiteboard hier nutzen, auch hier Schaltung anzeichnen. Das wird von den Leuten im Raum natürlich ähnlich gut gesehen, von den Studierenden in Zoom vielleicht nicht ganz so gut, wäre eher was, um Informationen nur für die lokalen Studierenden hier im Raum zu teilen. Ansonsten denke ich, ist das nicht allzu kompliziert, ist auch nicht allzu teures Setup. Und ich bin gespannt, damit jetzt in der Praxis mit Studierenden tatsächlich mal auszuprobieren, was dort so geht und was vielleicht auch nicht geht.